Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Videoandacht, dieses Mal aus der Kapelle hier in Amöneburg. Mein Name ist Rainer Wilhelm und ich bin Pfarrer an der Stadtkirche in Kirchheim. Zu meinem Bezirk gehören aber auch die evangelischen Gemeindeglieder hier in Amöneburg mit der Kapelle hier oben auf dem Berg. Leider ist die Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Ja, die Zahlen nehmen seit 2 Wochen sogar wieder zu. Und darum also noch einmal eine digitale Andacht für den Kooperationsraum. Ein herzliches Dankeschön an Frau Lisa Theil, die mit Orgelmusik aus der Kapelle die Andacht musikalisch bereichert. Danke auch an meine Frau, die mit mir zusammen diese Andacht halten wird. Wir sind ja in der Fastenzeit oder wie wir in der evangelischen Kirche meist sagen, in der Passionszeit. Es ist eine Buß- oder Vorbereitungszeit, ähnlich wie die Adventszeit. Das klingt nach Verzicht und wer fastet, der verzichtet ja meist, zumindest eine Zeit lang auf etwas. Dass man die Fastenzeit auch anders nutzen und das durchaus hilfreich sein kann, dazu möchte ich Ihnen mit dieser Andacht Anregung geben und Sie dazu ermutigen. Wir hören auf Worte aus dem Matthäusevangelium. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: "Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden." Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift: "Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt." Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. "Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter", forderte er Jesus auf. In der Bibel steht doch: "Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du nicht einmal an einen Stein stoßen wirst." Jesus entgegnete ihm: "In der Schrift steht aber auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern." Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. "Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest", sagte er. Aber Jesus wies ihn ab: "Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm." Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Liebe Gemeinde, Fastenzeit im Jahr 2021, mitten in der Pandemie.
In der evangelischen Kirche gibt es seit 1983 die Aktion 7 Wochen ohne, mit der auch evangelische Christen diese Zeit bewusst gestalten können und dabei in den 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern auf etwas verzichten. Nun habe ich gerade in diesem Jahr schon viele Stimmen gehört, die sagen, warum soll ich denn jetzt auf noch etwas verzichten? Ich muss doch eh schon auf so vieles verzichten und mich einschränken. Kein Treffen mit Freunden, kein Sport, keine oder nur eingeschränkte Schule, kein Shopping, kein Kino, keine Feiern, keine Konzerte, keine Restaurantbesuche. Ist das nicht eine Überforderung, wenn die Kirche nach den vielen Corona-Entbehrungen in ihrer Fastenaktion auch noch um Verzicht wirbt? Das scheint auf den ersten Blick einzuleuchten. Ganz im Gegenteil, sagt die evangelische Theologin Susanne Breit-Kessler, die die Kuratoriumsvorsitzende der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne ist. Unsere Fastenaktion, sagt sie, wird auch diesmal dazu beitragen, dass Menschen mehr Weite in ihrem Leben entdecken und Enge hinter sich lassen. Denn Spielraum, 7 Wochen ohne Blockaden, so das Motto der diesjährigen Aktion, bedeutet in Corona-Zeiten die Chance, Begrenzungen im Denken und Handeln hinter sich zu lassen. Bin ich wirklich nur dann glücklich, wenn ich ständig ausgehe und in Partylaune komme? Muss ich auf Kosten anderer in dieser Welt alles haben, was es zu kaufen gibt? Unser Fasten ist keine moralische Angelegenheit. Es bedeutet vor allem, kleine Fluchten und große Freiheiten für sich zu entdecken. Wo und wie kann ich mich neu und anders als bisher entfalten? Etwa durch Malen oder Schreiben, durch Tanzen und Singen? Das alles geht auch zu Hause oder im Freien. Spielraum, das ist die Zeit, in der ich nachdenke, wie die Menschen dieser Welt miteinander verbunden sind und was man selbst zu einer Globalisierung der Herzen beitragen kann. Solches Fasten kann einem wohl gefallen. Soweit die Theologin Susanne Breit-Kessler zu dem Motto der diesjährigen Fastenaktion. Früher galt die Fastenzeit als nur katholisch und wurde von Evangelischen oft belächelt oder schlicht übergangen. Seit etlichen Jahren aber entdeckt auch die evangelische Kirche wieder, dass es im Kirchenjahr besondere Zeiten gibt und eben nicht ein Tag wie der andere ist. Und Fasten gehört dazu, weil ja auch Jesus gefastet hat, wie wir eben in der Lesung gehört haben. Fasten ist eine Art innerer Reinigung durch Verzicht oder durch Betreten und Probieren anderer Lebens- und Denkweisen. Wir dürfen uns anders ausprobieren, 40 Tage lang. 7 Wochen ohne Blockaden, das klingt doch eher positiv und gar nicht nach Verzicht im gewöhnlichen Sinn, oder? Blockaden sind lästig, das spüren wir, wenn wir das Gefühl haben, gegen Wände zu laufen oder gegen Wände anzureden. Natürlich gibt es wichtige Blockaden oder Hindernisse, die uns vor Gefahren schützen wollen. Aber es gibt auch solche, die uns wichtige Wege versperren. Manchmal merken wir kaum noch, wie sehr wir uns selber schon durch die eine oder andere Blockade behindern. Wenn Menschen sagen, das war doch schon immer so, dann kann das mal hilfreich sein. Es kann aber auch schnell zur Blockade werden, die das Leben mehr verhindert, als dass es es schön macht. Es gibt gewiss vieles, was wir an uns überdenken können in den Wochen bis Ostersonntag. Und eins können wir immer überprüfen. Von dem französischen Maler und Schriftsteller Francis Picabia stammt der schöne Satz: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Der runde Kopf als Chance, mal anderes Denken zu versuchen, möglichst ein Denken ohne Blockaden. Manchmal sollten wir uns in Frage stellen: Bin ich der Mensch, der ich sein möchte? Bin ich es wirklich? Ist das, was ich denke und tue, hilfreich oder doch nur bequem? Und womit blockiere ich mich vielleicht selber? Solche Fragen wollen uns dabei helfen, uns ein wenig weiterzumachen, offener, vielleicht anderen Menschen zugewandter. So öffnen sich neue Räume auch für Gedankenspiele, ob ich mich vielleicht verändern sollte oder müsste.
Bin ich so, wie Gott mich möchte? Mit dieser Wort beginnt, was das alte Wort Buße meint. Buße ist kein sich selbst züchtigen, sondern beginnt mit einer leisen Frage. Bin ich dir recht, Gott? Wer mit dieser Frage lebt, wird Wege mit Gott finden. Und wie Jesus erleben, wir haben es eben in der Lesung gehört, und die Engel kamen und sorgten für ihn. Das, liebe Gemeinde, wünsche ich Ihnen allen in dieser so besonderen und sicher auch sehr anstrengenden Zeit. Mögen Engel Sie stets begleiten. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, ich bitte dich, gib mir Mut, das zu sagen, was ich denke. Gib mir Mut, genau hinzuschauen und daraus meine Konsequenzen abzuleiten. Gib mir Mut, Kritik zu hören und mich zu ändern. Guter Gott, ich bitte dich, lass mich erkennen, wie Gerechtigkeit verwirklicht werden kann und mein Handeln danach ausrichten, damit Menschen ein Auskommen haben, eine Zukunftsperspektive erhalten und Kinder nicht unter ausbeuterischer Arbeit leiden. Guter Gott, ich bitte dich, stärke du mein schnelles Hören auf das, was wichtig ist, und hilf mir beim langsamen Reden, damit ich nicht vorschnell das Falsche sage, damit Fairness und Solidarität gestärkt werden. Gott, öffne mir die Augen, damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. Öffne mir die Ohren, damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Und gib mir ein vertrauensvolles Herz, das zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen recht schönen Sonntag und eine gute, behütete neue Woche. Empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.